Tausch. Tausch heißt, dass man eine Sache weggibt und dafür etwas anderes bekommt. In früheren Zeiten hieß Handel typischerweise Tauschgeschäft. Der Bauer hat eine gewisse Menge an Getreide gegeben und ein Handwerker hat ihm dafür ein Tongefäß gegeben. Mit der Erfindung des Geldes wurden die Tauschgeschäfte seltener. Tausch ist aber auch nicht nur auf Gegenstände bezogen. Man kann zum Beispiel auch Schichten tauschen, um vielleicht regelmäßig eine Yogastunde mitmachen zu können, einen Yogakurs. Man kann Aufgaben tauschen. Man kann auch Plätze tauschen. Uneigennütziger Dienst ist etwas anderes als Tauschen. Man erlebt es immer wieder, dass Menschen sich in gemeinnützigen Organisationen engagieren. Zuerst machen sie das nur, um Gutes zu bewirken und aus Freude heraus, vielleicht sogar aus einem Gefühl der Mission heraus. Aber irgendwann kommt dann der Wunsch, dass sie auch etwas dafür bekommen wollen. Wenn du in einer gemeinnützigen Organisation etwas Gutes tust und dafür etwas zurückhaben willst, dann ist es kein uneigennütziger Dienst mehr, sondern Tausch. Und was du zurückbekommst, indem du etwas bekommst, ist weniger, als wenn du wirklich etwas Uneigennütziges gemacht hast. Gerade auch in spirituellen Gemeinschaften, wie zum Beispiel bei Yoga Vidya, da spielt uneigennütziges Dienen eine besondere Rolle. Im Yoga geht es darum, zu wachsen, indem wir unser Herz öffnen und Gutes für andere tun. In dem Moment, wo du dafür etwas bekommen willst, liegt dein Lohn darin und du hast vielleicht weniger spirituelle Verdienste und weniger Herzensöffnung. Daher sei dir bewusst, uneigennütziges Dienen ist uneigennütziges Dienen, kein Tauschgeschäft.